Mein Name ist Antonello Marcorne. Ich bin ursprünglich Italiener, aber seit 20 Jahren lebe in Deutschland und bin diese Woche Gastdirigent hier in Bern mit dem Berner Symphonieorchester. Das Programmwechsel von Mahler zu Beethoven, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Ich freue mich auch sehr, weil die Beethoven-Fünfte ist ein Stück, das genauso wie die Mahler-Fünfte jeder kennt. Aber es geht wirklich noch mehr als Mahler in diese Klassik-Romantik-Zeit am Kern des Orchesterspielens. So, es ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit, das Orchester kennenzulernen und die Kräfte und oder Schwäche und wo die Punkte, wo man arbeiten muss und kann in dem Orchester, sind alle ganz klar in Beethoven und Mozart noch mehr. Wenn man Mozart spielt, ist man komplett nackt. Sehr, sehr berühmt, und ich habe sie eigentlich tausendmal aufgeführt, aber es ist interessant, auch immer noch diese Woche sie immer neu entdecken zu dürfen. Weil, wenn man ein Stück sehr gut kennt, man könnte das einfach nur ganz so normal annehmen, aber dieses Stück hat so eine Tiefe und es gibt so viele Schichten, dass man entdecken kann und muss, finde ich, jedes Mal, dass man das aufführt, probt, lernt. Und das Tolle an diesem Stück, es ist so, also das Größte an diesem Stück ist, dass es so prägnant ist und so kompakt und so deutlich ist. Und ich sagte auch zu den Musikern in den Proben, dass man muss sich einmal versuchen zu vorstellen, wie damals schockierend dieses Stück in die Uraufführung war. Ein Stück, der so mit so einem Tatatatan anfängt, das gab es nicht davor und es ist sicher sehr schockierend gewesen für die erste Zuhörer. Ich muss sagen, dass ich mich am meisten freue, neue Leute und neue Künstler kennengelernt zu haben, weil ich habe überhaupt keine Zeit, leider die Stadt zu sehen und andere Leute zu treffen. Aber es gibt genug zu tun auf der Bühne und es gibt genug zu erleben mit diesen neuen Künstlern, die ich wirklich genieße, mit denen die Zeit zu verbringen, wirklich sehr.